Heute mache ich einen Hausbesuch im Tonbüro und zwar anlässlich der Nuage-Tour von Steinberg und Yamaha. Und vor der Veranstaltung hatte ich noch Gelegenheit, mir das Pult detailliert von Sebastian erklären zu lassen. Also dranbleiben! Herzlich willkommen zu MusoTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Ich kann von der Nuage aus drei Computer gleichzeitig steuern. Die Idee ist, dass das Hauptsystem immer Nuendo ist. Das können jetzt natürlich Nuendo und Nuendo und Nuendo sein oder Nuendo, Cubase und Nuendo oder irgendwie sowas. Hallo und herzlich willkommen zum MusoTalk Special. Heute bin ich in Berlin Adlershof unterwegs beim Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Tag. Mann, ihr habt ja hier eine wirklich beeindruckende Konsole am Start für Nuendo und nennt sich Nuage. Kannst du mir erklären, aus welchen Komponenten das System besteht? Genau, es ist ein modulares System. Wir haben erstmal zwei Controller-Komponenten, den Fader und den Master. Zudem gibt es noch, was wir Workspace-Units nennen. Das sieht man jetzt hier in der Mitte. Das sind im Prinzip leere Units, wo dann noch von Third Parties irgendwelche Geräte rein können. Da gibt es die kleine, die wir jetzt hier haben. Da gibt es auch noch eine größere mit einem 19-Zoll-Rack in der Mitte. Zudem gibt es auch noch ein Audiosystem. Also es gibt eine PCIe-Karte, die kann 128 Ein- und Ausgänge. Prinzipiell lässt sich Nuage mit jeder bestehenden Audioinstallation betreiben. Das heißt, wenn ich ein Studio habe und da habe ich einen Rechner und da läuft dieses Audiosystem meines Vertrauens und das läuft da schon lange, dann kann ich das einfach weiter benutzen. Das ist kein Problem. Es ist nicht abhängig von unserem Audiosystem, aber wir haben uns ein ganz schönes Audiosystem ausgedacht. Und das zeige ich euch mal. Die Basis von dem Audiosystem ist eine PCI-Karte von Yamaha und Audinate zusammen entwickelt worden ist. Also Audinate ist eine Firma, die macht dieses Dante-Netzwerkformat. Also das ganze Audio hier läuft wie die Controller-Daten im gleichen Netzwerk. Die Karte selber mal kurz dazu, die kann 128 Kanäle über normales Cat5-Kabel, also Ein- und Ausgänge, hat 3 Millisekunden Roundtrip-Latency und Redundanz. Das heißt, ich kann das Netzwerk zweimal aufbauen. Wenn das eine Netzwerk ausfällt, dann übernimmt automatisch und ohne Knacksen das zweite Netzwerk. Es ist auch so, dass wir hier im Netzwerk Einstellungen vornehmen, dass er Clocking und Audio- und Controllerdaten Priorität vor allen anderen Daten gibt, natürlicherweise, um halt das System so stabil wie möglich zu machen. Jetzt bin ich allerdings jetzt erstmal richtig scharf, dass du mir mal erklärst, wie die Bedienelemente hier funktionieren. Ich habe hier schon gesehen, ich finde hier meine typischen Cubase-Symbole auch wieder, die natürlich auch bei Nuendo am Start sind. Erklär uns doch einfach mal, wie hier so ein Kanalzug aufgebaut ist. Also das Interessante an dem Nuage-System ist erstmal, dass wir Standard 24-Zoll-Monitore als Meterbridge benutzen. Also man kann wirklich jeden 24-Zoll-Monitor benutzen, der auf dem Markt ist. Und der wird dann einfach grafisch, ich zeige das mir, angepasst, sodass die Grafik genau auf die Hardware passt. Und die Monitore hängen auch einfach am Rechner. Also was ich hier sehe, ist tatsächlich Nuendo. Also die hängen nicht am Fader-Modul. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Wieso? Kannst du das nochmal kurz erklären? Das heißt also, ich dachte, hier läuft ein ganz normales Windows drauf oder? Genau, das ist im Prinzip, habe ich hier einen Windows-Rechner, könnte auch ein Mac sein mit Nuendo. Und Nuendo erkennt, okay, da ist ein Fader-Pack und da ist ein Monitor, also muss ich diesen speziellen Nuage-Mixer darstellen. Ach so, genau. Also das heißt, also es ist im Prinzip ein spezielles Mixer-Fenster, genau, das nur dann zum Einsatz kommt, wenn auch der Controller dran ist. Genau. Und der ist so konzipiert, dass es perfekt auf diese 24 Zoll passt. Genau, das ist die ganze Idee. Was sehr wichtig war, war einfach diese perfekte Integration. Einmal natürlich die Hardware so anzupassen, dass sie aussieht wie die Software, aber auch die Software eben so anzupassen, dass sie perfekt zur Hardware passt. Das ist ein großer Grund, auch warum eigentlich für den neuen Look des Nuendo Cubase Mixers ist eigentlich auch Nuage. Weil man eben gesagt hat, man muss das irgendwie zusammenführen, dass es sinnvoll ist, aber eben dann auch rein als Software nutzbar ist immer noch. Und das ist eben hier passiert. Also hier auf der Konsole ist es einfach so, ich habe zwei Modi. Was wir gerade sehen, ist der Channel-Modus. Das heißt, ich habe eine 1:1 Beziehung zwischen jedem Kanal und dem Kanal auf dem Monitor. Die Encoder haben übrigens immer zwei Modi. Einmal Low Resolution. Und wenn ich die einmal klicke, dann sind die High Resolution, also höhere Auflösung. Dann sind die ein bisschen feiner. Hier kann ich jetzt zum Beispiel über die Nummern auswählen, welches EQ-Band ich kontrollieren will. Und diese Logik zieht sich jetzt durch alle Bereiche. Meine 8 Sens, meine 4 Qs, meine ganzen Panning-Funktionen, die ich jetzt hier steuern kann, zum Beispiel Orbit.
Und ich kann jetzt umschalten zwischen meinen ganzen Gruppen, wie meinen neuen Filtern, dem Routing, dem Panning, den Sense, dem EQ. Und hier habe ich dann immer Zugriff auf Parameter. Also ich sehe hier in dieser sogenannten Label Pane immer, was ich gerade kontrolliere. Zum Beispiel jetzt EQ Gain, EQ Frequency, EQ Q. Kann ich von hier aus kontrollieren. Und dann kann ich mich durch die einzelnen, zum Beispiel EQ-Bänder durchsteppen oder jetzt beim neuen Nuendo durch die einzelnen Dynamikmodule. Ich kann mir auch einen Kanal, das ist wieder dieses E, was man ja aus der Steinmeck-Software kennt, im Detail angucken. Und hier habe ich jetzt 32 Encoder für einen Kanal. Wieder, ich sehe auf dem Bildschirm, was ich eigentlich kontrolliere. Und das Ganze kann ich jetzt noch mit zwei Kanälen machen. Dann sehe ich zum Beispiel zwei EQs, habe jetzt 16 Encoder pro Kanal. Was wir auch noch haben, ist dann natürlich einmal die Kanalliste, also auch wieder 1:1. Wir übernehmen auch die Farben aus dem Nuendo-Mixer und ich habe hier so eine Scrollbar, wo ich dann wirklich so klassisch, wie man das auch von Smartphones kennt, einfach durch meine Kanäle swipen kann. Sehr schön ist, also was auch noch vielleicht wichtig ist, wir haben jetzt natürlich hier ein großes System, 32 Fader plus eine Master Unit. Die Units lassen sich aber auch individuell benutzen. Das kleinste Nuage-System ist eigentlich dieser Master oder dieser Fader. Die haben auch alle so ein paar Funktionalitäten, die das klar machen, dass ich sie halt einzeln benutzen kann. Ich kann größere Nuage-Systeme bauen. Das größte, was ich bauen kann, wären 48 Fader, also drei so Fader-Packs. Und ich habe sehr viele Möglichkeiten, wie ich Kanäle aufrufen kann. Die neue Steinberg-Version von Nuendo und Cubase vielleicht haben, kennen die zum Teil schon. Die sind nämlich auch in der Software. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mal nur Audio sehen oder nur meine Gruppen. Oder so Funktionen, dass ich sage, ich möchte jetzt mal nur die Kanäle sehen, die gerade wirklich abspielen. Da gibt es hier eine Taste, die heißt Playing Channels. Jetzt sehe ich da drüben wirklich nur die vier Kanäle, die in diesem Moment auch wirklich Audio abspielen würden. Das gleiche kann ich machen mit Loops, das kann ich machen mit selektierten Kanälen. Ich kann mir einfach zum Beispiel hier ein paar auswählen. Wähle mir jetzt einfach hier so ein paar Kanäle aus und sage Selected Channels. Jetzt kann ich die wegsortieren, kann mir das dann speichern als Konfiguration. Okay. Was kostet denn ein Pack? Preislich liegt jedes Modul ungefähr bei 10.000 Euro. Genaue Preise müsste man mit unseren Nuage-Partnern, dann erfährt man von unseren Nuage-Partnern. Welches Protokoll wird hier gefahren? Das ist jetzt was ganz Eigenes. Also es ist proprietär von Steinberg. Cubase zum Beispiel läuft auf dem Controller. Mhm. Solange die Funktionen in Cubase auch vorhanden sind. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind hier auf der Oberfläche einfach dargestellt. Die gibt es jetzt in Cubase nicht unbedingt. So zum Beispiel einzelne Features in Automation, die hätte ich dann natürlich nicht. Aber alles, was in Cubase auch existiert als Feature, wäre verfügbar. Also wer über das entsprechende Kleingeld verfügt, der kann sich hier auch mit Nuage einen geilen Cubase-Controller zusammenstellen. Das wäre definitiv möglich, ja. Genau, und außerdem unterstützen wir noch das MacUI-Protokoll auf dem Mac momentan nur, über die Pro Tools Bridge, sodass man zumindest auf dem Mac auch noch ein Pro Tools rudimentär anbinden kann. Unterstützen wir jetzt nicht viel Fader, Sense und Panning, aber wenn man jetzt gerade im Poststudio ist, was eben. Ihr wollt den potenziellen Umsteigern ein bisschen unter die Arme greifen. Genau, das ist tatsächlich auch die Idee, dass man natürlich sein altes System nicht einfach gleich über Bord wirft, sondern auch behält, allein wegen File-Kompatibilität, und dann hat man auf jeden Fall noch den Zugriff. Kann noch mixen. Muss ich noch nicht noch einen zweiten Controller hinstellen. Nee. So, jetzt müssen wir, glaube ich, mal nach vorne gucken. Ne? Also hier haben wir das Master-Modul. Das hat tatsächlich sehr, sehr viele Features, obwohl es kleiner ist. Also ich glaube, die interessantesten, wir haben natürlich hier einmal was man ja von Nuendo kennt, User-Assignable Keys, wo ich mir einfach alles hinlegen kann, auch Makros und alles, was ich eben so in den Key-Commands normalerweise in Nuendo machen kann. Da haben wir auch noch welche von hier jetzt auf dem Touchscreen. Und es gibt, wenn man hier diesen Block anklickt, nochmal so mehrere Tabs oder Layers von Touchscreen-Menüs. Es sind immer 24 A4 Layers auf zwei verschiedenen Bereichen des Pultes. Es sind insgesamt, wenn man sagt, sind wir 204 User-Assignable Buttons. Bei 204 User-Assignable Buttons steht aber immer U1 bis U12 drauf. Auf den 12 hier auf der Oberfläche steht U1 bis U12. Auf dem, auf dem Touchscreen steht, was immer ich möchte, dass da drin steht. Das ist ja hochauflösend. Anderes offen. Hm?
Auf dem Touchscreen habe ich ja dann was anderes auch. Gut, ja, für die 12 muss ich es mir merken. Oder ich tausche das Label in der Taste ab, fest aus. Dann habe ich hier einmal dargestellt die Automation, natürlich dann den kompletten Control Room, Quellen, die ich anwählen kann mit den Kopfhörerwegen, mit den Kopfhörermischungen und natürlich mein Main Volume. Ich habe Zugriff direkt auf meine Speaker, also das ist alles nochmal aufgelöst. Das hier ist auch ein Touchscreen, das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier ein Speaker Solo schalten. Solche Funktionen, ganz klassisch ein Numpad, dass ich benutzen kann, um zum Beispiel zur Timecode-Position zu springen, zum Markern zu springen, aber auch um zum Beispiel Kanäle auszuwählen und in meinem Edit direkt auf den Kanal zu springen. Und ich denke, eine sehr interessante Anwendung hier ist, was hier haben wir ja das Haupttransportfeld mit allen wichtigen Transportfunktionen, ist eben nochmal das Editing. Dann gehen wir noch einmal, was ich vorher auch schlecht zeigen konnte, hier rüber. Joystick. Genau, einmal zum Editing. Und da gehen wir jetzt gerade mal, hier ist ein Kanal, auf dem auch schön was liegt, nämlich die 38. Ja, das war jetzt die 35, war nicht so schlau, ich sehe nichts. Ja. Das heißt, hier habe ich erstmal Zoom. So, jetzt habe ich den Fokus verloren, guck mal hier. So. Hier habe ich jetzt erstmal Zoom, ganz klassisch, vertikal, horizontal. Und jetzt kann ich mir hier, habe ich die ganzen Funktionen wie entsprechend Trim und Fade und Volume und Split. Eigentlich kann man komplett editieren, ohne die Maus anzufassen. Wow. Also ich hab Cut, Copy, Paste hier auch nochmal. Ich habe auch das Range-Tool direkt aufgelegt. Das funktioniert natürlich dann auch im Scrub-Modus, sodass ich Dialogschnitt machen kann. Also man kommt einfach sehr weit, wenn man sich dazu noch ein paar Tasten, die man halt gerne mag beim Editing, entsprechend auf den Touchscreen oder auf die User-Assignables legt, kommt man sehr weit. Das Letzte, was wir hier noch haben, ist, wir haben einmal Zugriff auf den einzelnen Kanal, den wir jetzt gerade selektiert haben, und haben da jetzt hier auch nochmal EQ, dann den neuen Channel Strip von Nuendo, die Sends, die Cues, das Panning. Jetzt hat der Kanal nur einfach keinen Panner, jetzt müssen wir uns mal einen Kanal suchen mit Panner, den zum Beispiel. Das ist natürlich auch Touchscreen-Panning. Welche Surround-Formate kann das Ding? Also wie Nuendo. Das heißt, monitoring-seitig können wir bis 8.1. Okay. Bus-seitig können wir mehr, dafür haben wir aber kein Panning und kein Monitoring. Das heißt, bus-seitig können wir auch Auro 3D, zum Beispiel 9.0 bis 13.1. Aber da muss man natürlich dann das Auro-Monitoring-Paket kaufen. Das heißt ja im Prinzip, dass ich wirklich mit jedem der beiden Komponenten das komplette System steuern kann. Ja, absolut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Edit- und Aufnahmeraum habe, wo ich nur Voiceovers aufnehme oder ADR und editiere, dann würde mir der Master völlig reichen. Ich habe immer noch Zugriff auf, wie gesagt, EQs, Dynamics und so weiter und Plugins. Wenn ich jetzt eher mischorientiert bin und vielleicht auch allgemein eher mit Maus und Keyboard arbeite, dann kann ich eben nur einen Fader nutzen. Oder eben ich kombiniere es. Das ist eben beides möglich, ja. Und hier habt ihr diese, wie sagt man denn, das Auxiliary Panel. Da habt ihr sogar was von J.L. Cooper drin. Sieht aus wie so ein Joystick für meinen Flugsimulator, ist es aber nicht. Ne? Das ist einfach der Standard MCS Panel von J.L. Cooper. Den gibt es jetzt eben im Design von Nuage, damit er auch wirklich optisch passt. Mit den gleichen Encodern und einfach auch farblich angepasst. Genau, das ist eben so ein Third-Party-Gerät, was ich eben in diese Workspace-Units, wie wir sie nennen, verbauen kann. Ja. Klasse. Gut, was fällt dir noch ein dazu? Eigentlich sind wir wirklich sehr schnell sogar durch den ganzen Controller gegangen. Was ich einfach jedem empfehlen kann, auf unserer Webseite yamaha.com einmal sich die Tutorials anzugucken zu Nuage. Da werden wir in den nächsten Wochen mehr und mehr Tutorials online stellen. 4 sind schon online. Und da kann man eigentlich alles über das System erfahren. Das sind insgesamt 70 Minuten Tutorials. Also da erhält man einen sehr guten Einblick, in was das System eigentlich kann. Und das ist ja heute euer erster Termin auf eurer Tour. Wo seid ihr denn noch und wann? Also wir sind nächste Woche noch in Hamburg natürlich, dann direkt bei Digital Audio Service im Demo-Studio. Dann sind wir in Köln bei den Systempiloten. Dort machen wir auch noch einen Workshop. Und es ist eine sehr kleine Tour, das sind dann schon alle Tourdaten. Mhm. Genau. Wir hoffen ja die Sendung vorher noch
online zu stellen. Gibt es denn noch eine Möglichkeit, sich kurzfristig vielleicht da noch sich selber einzuladen für eine Vorstellung oder seid ihr schon ausgebucht? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, in Hamburg sind wir noch nicht ausgebucht. In Köln ist es relativ voll, aber einfach probieren. In dem Newsletter bei uns war ja auch die Kontaktadresse auch nochmal bei uns auf der Eventseite, auf der Yamaha-Seite, kann man da nochmal die Kontaktadresse erfahren, aber es sollte eigentlich noch, der ein oder andere Platz sollte alles noch da sein. Also, wer sich dafür interessiert, hat vielleicht doch Gelegenheit, zum Workshop zu kommen. Vielen Dank. Ja, danke. Witzig ist, diese Bankart-Funktion lässt sich jetzt direkt hier unten ablegen. Also du kannst quasi die erste 12er-Bank jetzt runterkopieren auf die US. Aber ich glaube, das ist für uns auch noch ein Punkt. Also Steinbeck ist immer so ein bisschen vorsichtiger und wartet immer lieber ein bisschen ab, um zu sehen, was entwickelt sich eigentlich raus. Ich mache dann das Unterrechnen wieder auf ein niedriges Format. Das